Willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters. Ich bin eine ganze Weile hin und her geirrt, um eine Lösung zu finden, wie wir dieses Krokodil vernichten können. Und dabei hat mir aber dann ein Bekannter den Tipp gegeben, dass wir es mit einer Muskete schaffen. Und diese Muskete kriegen wir nur, wenn wir Sebastiano mit seinen Aufträgen zufriedenstellen. Und als ich jetzt hier unterwegs war, seht mal, auf wen ich getroffen bin. Auf den Herrn Venturo, der sich hier auf der Karte befindet, falls ihr ihn selber sucht. Und dann wollen wir mal hören, was er uns so zu erzählen hat. Und danach, denke ich, sollten wir eine Muskete kriegen. Und dann haben wir auch die nötigen Möglichkeiten, um den Zwischenboss, dieses Krokodil, zu vernichten. Hey, bist du mir gefolgt? Du gehörst doch nicht zu Crow, oder? Weißt du etwas über einen Jäger, der Tahana heißt? Das ist der Molucke, der bei Torres im Turm sitzt. Die Patrouille hat ihn geschnappt. Sebastiano schickt mich. Er wartet auf deinen Bericht. Und deshalb schickt er dich? Ich wäre schon früh genug gekommen. Na, so. Was hast du denn zu berichten? Leider nur das, was wir schon wissen. Deshalb bin ich ja auch hierher, zum Molukkendorf. Zwei von Crows Männern sind da drin. Ich hatte gehofft, hier mehr erfahren zu können. Leider komme ich nicht näher ran. Kann ich dir helfen? Wenn du schon so fragst. Ja. Warum wurde Tahana gefangen? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Kommandant Sebastiano mit den Molukken verhandelt. Wir sind im Krieg. Und jeder gefangene Molukke ist eine billige Arbeitskraft. Wohl eher ein Sklave. Erwähn das bloß nicht in Puerto Isabella. Das will keiner hören. Die Wahrheit will selten jemand hören. Schieß los. Was kann ich für dich tun? Also, die Piraten arbeiten doch mit den Wilden zusammen, oder? Ja, sieht so aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Du willst also, dass ich ins Dorf gehe? Warum nicht? Mich erkennen selbst die Wilden. Du siehst aber aus wie jemand von Crow. Ich war schon im Dorf. Umso besser. Dann wird's dir ja nicht schwerfallen, dich dort umzuhören. Und was soll ich im Dorf? Wir müssen wissen, wie viele Molukkenkrieger Crow begleitet haben. Wie soll ich das rausfinden? Das ist mir herzlich egal. Aber an deiner Stelle würde ich einfach irgendjemanden fragen. Ich halte das für keine gute Idee. Ich aber. Willst du nun den Bericht oder nicht? Ja. Natürlich wollen wir den. Also stell dich nicht so an. Okay, ich mach's. Gut, dann werde ich hier warten. Viel Glück! Halt bloß den Kopf. So, dann lassen wir uns das gerade mal erzählen. Jetzt geht's wenigstens wieder vorwärts. Yeah. Mal gucken, wer uns da was zu erzählen hat. Steht das vielleicht in der Quest, wenn wir fragen können? Ah, Rana Piri soll davon Ahnung haben. Nee, hat er doch nicht. Zeige mir, dass du... Ja, von wem kriegen wir denn mal hier ein paar brauchbare Infos? Nee, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Wie viele Krieger sind bei Crow? 12. So mag ich das. Einfach mal eine kurze, knappe Antwort und wir haben die Quest erfüllt. So soll's doch sein.
Ich war im Dorf. Und was hast du herausgefunden? Der Häuptling ist zusammen mit einem Dutzend seiner besten Männer zu Crow gegangen. Ein Dutzend, sagst du? So viele sind jedenfalls nicht vor dem großen Tempel. Wahrscheinlich sind im Tempel dann noch der Häuptling und noch mindestens 4 weitere Krieger. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, du hast deinen Bericht und ich bin hier fertig. Was ist? Willst du mit zurück? Hast du noch irgendwas anderes vor? Wenn wir zusammengehen, können wir noch einen Abstecher zum Tempel machen. Um was zu tun? Die Piraten haben da ein Fort hingezimmert. Zu zweit könnten wir uns die vornehmen. Ich würde sagen, das machen wir. Gehen wir zusammen. Folge mir. Wirklich ziemlich dicht bewachsener Dschungel hier, also ich habe mich hier auch schon des öfteren mal verlaufen. Bin sofort bei dir! Gerechnet, was? Kette macht aber anscheinend doch schon mal guten Schaden. Am Ende des Tals ist der große Tempel. Dort hat sich Crow mitsamt seiner Mannschaft und den Molukken breit gemacht. Und hier vorne ist ein Vorposten der Piraten. Ich konnte da schon mal ein wenig spähen. Sind nur 3 Piraten hier. Der Anführer heißt Basil. Wie sieht's aus? Nehmen wir sie uns vor? Schnappen wir uns diesen Basil. Deine Einstellung gefällt mir. Wie gehen wir vor? Wir können natürlich gemeinsam reingehen. Aber du kannst auch versuchen, dich von hinten reinzuschleichen. Und dann? Kannst du das Fort still und heimlich plündern. Bist aber auf dich allein gestellt, wenn sie dich bemerken. Was darf sein? Ja, wir nehmen ihn, glaube ich, mal mit. Wir greifen gemeinsam an. Das wird ein heißes Tänzchen. Du gehst vor. Ich bleibe bei dir. Geben wir den Jungs mal ordentlich Zunder. Du gehst voran. Und ich gebe dir mit meiner Flinte Feuerschutz. Los geht's. Ah, hier scheint also dieser Tempel der Erde zu sein. Oh ja, da wartet ja so einiges auf uns. Gut gemacht. Das war's für Basil. Sehr gut. Crow wird sich schwarz ärgern. Wir sollten zusehen, dass wir von hier verschwinden. Lass mich vorher noch die Truhe plündern. Alles klar. Ich warte unten am Weg auf dich. Korsarenschwert. Oh, was haben wir denn jetzt so Schickes aufgesammelt?
Wow, 25 bis 60 ziehen wir sofort an. $250, wow, der Raubzug hat sich ja wohl mal richtig gelohnt. So gefällt mir das. Da oben gibt's nichts mehr. Hauen uns aber schnell aufs Ohr. Sollten wir wieder angegriffen werden, haben wir nämlich keinen Proviant mehr. Jetzt. Auf, gehen wir zurück nach Puerto Isabella. Lass uns weitergehen. Na, ich komme ja schon, Kumpel. So, da wären wir. Wir sehen uns bestimmt, wenn du deinen Bericht abgegeben hast. Ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Tu dies. Und wir erstatten Sebastiano Bericht und hoffe, dann kriegen wir endlich unsere Muskete. Ich bringe dir Venturos Bericht. Und? Was hat er herausgefunden? Crow ist mit seinen Piraten und 4 Kriegern der Molukken im Tempel. Ihr Häuptling ist auch dabei. Der Tempel selbst wird von 8 weiteren Kriegern bewacht. Das ist nicht gut. Du traust dir das zu, ja? Gib mir eine Handvoll Männer mit Musketen und ich werde Crow zur Strecke bringen. Gut. Wir werden dich unterstützen. Aber nur unter einer Bedingung. Halte dich fern von den Wilden und ihrem Voodoo. Das ist eine Angelegenheit der Inquisition. Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Ich entscheide mich für die Inquisition. Gut. Ich kämpfe mit euch, nicht mit den Molukken. Also dann? Ich habe zusammen mit Alcazar ein paar Männer ausgewählt, die dich begleiten. So, so. Obwohl du den Bericht noch gar nicht kanntest. Als Kommandant der Inquisition gehört es zu meinen Aufgaben, vorbereitet zu sein. Verstehe. Welche Männer kommen mit mir? Alcazar hat seine Befehle erhalten. Er wird dich unterrichten. Geh zu ihm und dann versammle deine Leute. Und noch was. Es kann nicht schaden, wenn du auch mit einer Muskete kämpfst.
Ich habe Webster bereits informiert. Er wird dir eine Muskete aushändigen. Er ist ein guter Schütze. Also sehr lass schön. Dich von ihm trainieren. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Gib, 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 gib. Sebastiano sagte, ich kann mir hier eine Flinte besorgen. Hab schon gehört, dass du für uns arbeitest. Freut mich. Gute Männer gibt es hier draußen viel zu wenig. Also, ich habe hier ein paar ganz ausgezeichnete Stücke im Angebot. Alles erstklassige Qualität. Nicht so ein Schrott, den sie den Rekruten in der Ausbildung geben. Bekomme ich keine umsonst? Nein. Musketen gibt's nur für unsere Jungs umsonst. Kannst du mir was beibringen? Klar, schließlich bin ich Büchsenmacher. Das könnte ich dir zeigen. Außerdem bin ich ganz gut mit der Pistole. Wenn du willst, zeige ich dir auch das. Zeig mir deine Ware. Ah, hier haben wir mal eine ordentliche Flinte für 1000 Scheine. Eieiei. Was davon ist jetzt gut, was davon ist schlecht? Klassisch, Rotflinte plus 0. Ich glaube, wir müssen dann doch das teuerste wählen. Machen wir einfach mal. Kugeln nehmen wir nochmal 100 Stück mit. Haben wir was, was wir noch verkaufen können? Ja, wir haben ja jetzt das Korsarenschiff. Korsarenschwert. Schiff. Goldbrocken brauchen wir noch. Ich will was lernen. Kritische Treffer. Ja, wir versuchen, glaube ich, erstmal unser Glück so. Wir können uns ja jetzt erstmal ausstatten. Jawohl. Ups, jetzt hat er sich wieder mit dem anderen ausgerüstet. So funktioniert's. Ich glaube, so können wir auch gleich mal probieren, uns gegen das Ungetüm zu stellen. Ich sehe auch gerade, unser Part ist schon wieder rum. Ich starte natürlich wieder einen neuen. Wir sehen uns gleich wieder.